Lenny. Auf einer Skala von pink bis schwarz, wobei pink für das Gute steht, ja. Wie glücklich hat dich der Barbie-Film gemacht? Das hellste Pink, was man sich nur vorstellen kann. Mit also Glitzern, wirklich, mit Sternen, mit Strahlen? Mit allem drum und dran, es war fantastisch. Barbie, das Phänomen ist, wie dieser Film so gehypt werden konnte und jetzt auch in dieser absurden Kombination mit Oppenheimer, nur weil es am selben Tag startet, so zu einem Event geworden ist. All das will ich jetzt hier beiseite schieben und eigentlich nur auf das gucken, um was es geht, nämlich um den Film an sich. Und da komme ich an ein gewisses Problem. Denn ich kann jetzt, da ich den Film gesehen habe, den Vergleich ziehen zwischen dem, was das Marketing hergibt und dem, was ich so höre, was Leute erwarten, wenn sie an den Film rangehen. Ja, und ich habe den Film gesehen und weiß, was wirklich davon drin ist. Und ich will hier natürlich absolut spoilerfrei bleiben und will auch nicht groß über den Inhalt erzählen. Ich versuche jetzt hier irgendwie so ein bisschen darzustellen, was meine Erwartungshaltung war, als ich in den Film rangegangen ist, abgeleitet aus dem, was im Trailer und sonstigem Material rüberkam. Und das kann man dann ja übereinander legen. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen eher in Richtung des Films stoßen, der davon abgeneigt war. Denn ja, Barbie ist eine Spielzeugfigur in einer bunten Barbie-Welt, in einer bunten Spielzeugwelt. Und es gibt Leute, die befürchten, dass dieser Film nichts weiter ist als ein großer Werbefilm, ein großer Werbespot. Was dagegen spricht von Anfang an, ist der Name der Regisseurin Greta Gerwig, wo ich mir selber sagte, sowas macht die nicht. Also wenn die diesen Film macht, da muss irgendwas anderes hinterstecken oder eine bessere, tiefere Ebene als einfach nur Marketing. Und das stimmt. Ich führe es nicht aus, aber das stimmt. Was jetzt diese Erwartung angeht, diese Barbie-Spielzeugwelt zu sehen, die stimmt allerdings auch, aber nur für eine kurze und sehr vergnügliche Zeit. Wir haben in der Vorschau gibt es schon die Szene, wo man Barbie aus ihren Schuhen steigen sieht, wie sie auf den Zehenspitzen weiterläuft. Und das muss man so als Prototyp nehmen. Der Film zeigt unendliche Kreativität und wundervolle Gags, wenn es darum geht, diese Barbie-Welt so zu präsentieren. Denn es ist wirklich die Spielzeugwelt. Ein Detail, das reicht jetzt schon, um es zu beschreiben, aber das Meer ist wirklich eine große Pappfigur und kein fließendes. Und auf die Weise wird man endlos viele Dinge, die beim Spielen mit einer Barbie-Puppe auftreten, so filmisch umgesetzt werden. Dann hat der Trailer mich aber darauf eingestimmt, dass Barbie und Ken, Barbie gespielt von Margot Robbie und Ken von, ihr wisst das, Ryan Gosling, dass die in der Realität landen. Und ich erwartete jetzt so eine typische Komödie, wo man am Anfang das bunte Barbie-Land sieht und dann kommen die in die Realität und dann sind Barbie und Ken zu dumm für alles und kennen nichts und ecken an allen Stellen an und so weiter. Ich sag so, das ist nicht die Richtung, in die der Film geht. Dieser Part kommt natürlich, wo Barbie das Barbie-Land verlässt und mit Ken und natürlich kommen ein paar dieser Szenen, wo die in der Realität rumlaufen und ein wenig eigen sind, aber nichtsdestotrotz, man muss sich nicht darauf einstellen, das jetzt anderthalb Stunden gucken zu müssen, sondern der Film nimmt auch hier einen anderen Weg und alles, was darüber hinaus und dahinter kommt, möchte ich gar nicht sagen. Was soll ich jetzt so sagen? Im Gesamten ist der Film unglaublich kurzweilig und unterhaltsam. Der Wert, also den Punkt kann man ihm nicht absprechen, zumindest ging es mir so. Die Kreativität, wenn es eben um Umsetzung gewisser Dinge geht, ist endlos und es sind unglaublich viele richtig gut sitzende Gags da drin. Also natürlich ist Humor subjektiv und vielleicht wird der eine oder andere bei dem Ding nicht mal ein Grinsen hinkriegen, aber durchgehend hatte der Film da doch so richtig gut sitzende Dinge. Und ich habe jetzt irgendwo gelesen, gibt Ryan Gosling eine Oscar-Nominierung? Das würde ich jetzt mal übertrieben finden, aber trotzdem, Ryan Gosling ist nicht, also Margot Robbie macht den Part ziemlich gut und Ryan Gosling ist aber trotzdem, glaube ich, der Star des Films. Was auch so eine Erwartungshaltung ist, die ich dann gleich zerschlage, Will Ferrell als böser Mattel-Boss, der Barbie und Ken jagt, ja, ist auch im Film, aber fällt dann auch wieder anders aus, als es der Trailer suggeriert hat. Was hat der und im Grunde ist der Film wie ein Angebot, von dem man nicht alles annehmen muss. Wenn man diesen bunten Barbie-Kitsch im Overkill haben will, man wird ihn hier kriegen.
Wenn man eine Geschichte über Spielzeugfiguren will, die in die Realität geraten, wird man kriegen. Und wenn man ja noch mehr will, kann man das auch kriegen. Die Frage ist nur, ob man das mehr möchte. Denn ich betone es, dies ist kein Kinderfilm. Ich glaube, Kinder würden insbesondere an der ersten halben Stunde oder so, eben solange es in Babyland bleibt, den einen oder anderen Lacher gewinnen. Und auch danach wird das jetzt nicht zu einem harten Horrorfilm. Aber ich sage es nur so viel, es ist Greta Gerwig und im weiteren Verlauf geht der Film insgesamt eher in eine emotionale Richtung und insbesondere in den Schluss. Und ich kann verstehen, wenn Leute den Film als reinen Spaßfilm gucken und sich dann wundern, wie ernst oder wie zumindest emotional der nach hinten raus wird. Aber wer sich darauf einlässt und wer auch das mitnehmen kann, der kommt hier wirklich begeistert aus dem Ganzen raus. Ich habe eigentlich nur einen Klagepunkt und der ist absolut hinfällig. Das ist im Showdown, wenn man das so nennen will, kommen so ein paar Musical-Einlagen vor und die hätten für mich ein bisschen knapper sein können. Aber das schmälert den Gesamteindruck jetzt gar nicht. Ich fand das Teil von vorne bis hinten großartig. Kratzt ganz hart an meinen 5 von 5 Punkten. Ich lasse ihn jetzt insgesamt trotzdem nochmal auf 4 runterkippen, aber mit Tendenz nach oben und absolute Empfehlung, diesen Film zu geben. Also ich glaube, den Hype, den er so im Vorfeld ausgelöst hat, den hat er verdient. Wie seht ihr das? Habt ihr Lust auf den Film? Seid ihr eher abgeschreckt oder angezogen vom Werbematerial? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Jetzt gibt mir die Stimme. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao.